Frisch und fröhlich geht's weiter, Freunde, hier bei Final Fates. Offenbarung mit Midori und Case in der Hauptrolle. Wo ist er überhaupt? Hallo Case, ah, hier ist Case, gut. Ja, Frage ist hier irgendwie was Cooles, nicht so Cooles. Mal gucken, ich würde mal sagen, hier alles einreißen. Das müsste eigentlich cool sein. Das müsste sogar sehr cool sein. Die Einheit hilft. Alter, das ist jetzt Exito sein. Ganz der Papa. Ganz der Papa. Alter Schwede. Ich kille dich. Oder auch nicht. Mann, nee, Milnia, komm schon, hoher Kritschoss. Krit ihn weg. Geht doch. That was nothing. So Leute, wir müssen relativ schnell gehen. Also schätzen wir schon, dass wir in diesem Kapitel hier durchkommen mit Midori und Case. Nächste Party, die Abkürzung. Wir sind hier bereits hier unten. Aber zwar eine hohe Resistenz, aber offenbar nicht hoch genug, war so wie es aussieht. Gut, machen wir für den Bullwinter hier. So, sollen sie kommen. Wer kommt da? Der Magie-Typi. Oh-oh. Magie-Typi ist nicht so geil. Alter! Wie weit kommt denn der? Du, du, du. You're not alone. Warte mal, You're not alone, da ist doch irgendwie ein Titel bei Evangelion. Aber gar nicht der erste, war irgendwie der zweite, der dritte vielleicht? Evangelion 1.11, You're not alone? Keine Ahnung mehr. Ist schon viel zu lange her. Wir bleiben einfach da, okay? Es lebe die Magie. Ja, seht ihr? Ellie stimmt mir sogar noch zu. Natürlich auch den Bojurike nie zu unterschätzen. Der trotzdem nicht so viel, nicht genug Schaden macht. Ja, leck mich. Egal. Man könnte ja mal kritten, Zwinker, Zwinker. Ja, er versteht meinen Zwinker. Finde ich auch. Danke, Case. Bis zum nächsten Mal. Level A, aber es geht noch weiter bei ihm mit bis zu Level S. Yes. Level S, da sage ich doch nur yes. Oh, wir haben ein paar. Aber viele Gegner hier oben. Silberachs Wurfball ist eigentlich so ein Zeitpunkt für. Ich kann nicht wechseln, scheiße. Ja, man kann ja schon Donnergranate, nicht gerade unbedingt die beste Idee. Hehe.
Aber Siegfried ist es! Siegfried ist eine gute ID! Boom! Schild hoch! Sehr gut. Ja, muss noch ein bisschen gucken hier, war. Okay, dürfen wir keinen erwischen. Jetzt bin ich natürlich eben noch hier oben. Wird man uns loben? Im Bullwinter wäre der down. Die wollen auch nicht down gehen. Die wischen mich trotzdem so krass. Da ist doch. So zum Thema krass. So, wenn wir unten durch. Scheiß Geräusche, ey. Soll ich bereits mal eine Tür aufmachen? Ja, komm. Ich komme trotzdem nicht so weit. Wenn doch, aber ich habe Pech gehabt. Die nächste Drachenader. Jetzt wollen sie es aber wissen. Zum Glück ja keine Crit-Chance. Das wäre noch gewesen, ey. Ich weiß aber, dass. Nee, seid da, es ist zu spät! For the glory of Nor. Ja, ja, ich sag ja, du sagst den gleichen Spruch wie ihre Oma. 5% Trefferquote. Gelockt. Ja. Ich sag nichts mehr dazu. Zweiten Zug kriegen, wo es nicht mehr nötig ist. Mann, das ist eine Spezialität! In allen Fallen im Spiel, bei allen Spielern, das ist das Schlimme. Das wäre 2% Crit-Chance. Ich wollte schon sagen. Ja, die Kombination zwischen Astra und Crit natürlich schon immer. Dann auch top zweimal angreifen generell. Alter. Ups. Da kommt es doch schon. Ahem. Jo, das ist mal faszinierend, will man sagen. Ich sehe die Crit-Chance auch, Freunde, aber ich muss riskieren, es geht nicht anders. Ihr habt da ein bisschen zu viel gewagt. Ja, ich weiß, Shield oben, aber es sind trotzdem zwei Angriffe, versteht ihr? Also. So, andere Frage, wieso kommt ihr jetzt da unten schon? Und weg. Aber haarscharf. Alter, wie viel Schwein kann man eigentlich haben? Da schaffe ich nicht mehr. Hier oben durch. Jupp. Und hier oben durch. Jupp. Und ich habe mal ganz ab. Jupp. Und gibt ein bisschen Boost. Jupp, jupp. So, haben alle geswippt? Ne, einer fehlt noch, da unten nämlich. Wir müssen uns wieder vereinigen. Wird geblockt. Einer weniger.
bin noch einer der Kritten, kann ich übertrieben nur normal? Wenn überhaupt. Kein Krit wäre schön. You have my aim. 21 trotzdem getroffen, okay. Ja, nee, ist klar, wa? Sie hat ja ein Blütenfest, wenn natürlich jetzt sehr viel. So, kurz getrennt. Ich meine, ich kann natürlich gut fliehen hier, das ist schon praktisch. Aber auch schön hier. Ihr kriegt uns nicht, ihr kriegt uns nicht. Ich bleib dabei, ihr kriegt uns nicht. Lass mal so, wie es ist. Da sind noch die vier Typen. Okay, gehen wir auch noch hin. Da kommt die Verstärkungstypis. Oh oh, gar nicht gut. Und tschüss. Ja, nee, also doof bin ich auch nicht. Versteckspielchen vielleicht? Von mir aus kein Problem. Typ. Erstmal hier heilen. Nur bitte mal kurz umdrehen. Ich krieg hier da oben ein bisschen auch noch platt. Okay, jetzt geht er doch nach oben, hä? Es ist und bleibt verwirrend. Ist so clever, ich würde sagen, nö, ist nicht so clever. Dann hier erwarten wir. Aber nun Tee trinken, so kann man da eh nicht vorwärts. Hier aber sowieso keine große Chance durchzukommen, da muss ich wieder unten durch. Ja, ist jetzt die Frage, ja, wie mache ich das am besten? Ich würde sagen, Kuckuck, bin da, wer noch? Ja, wieder die scheiß Kitschers. Oh, da noch Schwert, cool. Könnt natürlich die auch so anlocken. Du, 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 yeah, man. Ab durch den Wald mit euch, jupp. Ja, schau mal, also wenn sie jetzt wieder runterkommen, dann machst du halt doch schon platt. Jo. Ja, nee, ist klar. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wo stand geschrieben, dass sie abhaut? Okay. Ja, schön, okay, machen wir so.
sie haut ab, gut. Ich meine, Tabula Rasa, Freunde, tut mir leid, auch wegen ganz, ja, ist mir scheißegal. Ich hol die mir jetzt. Ich meine, so ein Aus ist mal zu doof. Ganz kurz alles checken hier. Mhm. Ja, wie gesagt, hier können wir eigentlich noch ganz gut trainieren und so weiter, aber nee, das ist mir echt zu doof. Das alles genau abzupassen, die irgendwie einzusperren, wie sie gar nicht mehr bewegen kann. Aber ich darf sie nicht killen, weil wenn ich sie besiege, ist die Mission vorbei und so. Uff, nö. Und tschüss, Mann. Doppel-Shuriken-Style wäre eine Variante für einen guten Style. Aber nö. Alter Meisterbogen. Was? Ach komm schon. Also das wäre jetzt sicher ein schlechter Scherz, oder? Erbschaftssiegel verwenden, TÜV, haben wir schon mal gesagt, so. Dann transformiert sie sich halt noch einmal. Midori! Kyoko Chinka! Sie wird zur Puppenspielerin! The next one, please. So, abhauen will sie aber. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist natürlich jetzt eigentlich doof, aber komm. Alles eingereist. Na, dann mal gucken. Kommt ihr noch zu irgendjemandem ran? So eigentlich nicht mehr, wa? Wenn die unterstützungsmäßig beistehen, mal gucken. Seht ihr, geht ja auch. Ja, nochmal einfach ziehen lassen, genau. Und die nächsten sind down. Level 9, Selena. Ich habe noch die Doppelnaginata, theoretisch zumindest. Hm. Also sagen wir so. Es ist trotzdem nicht genug. Seltsam, war bin schon fertig eigentlich. Hm.
Ist halt jetzt noch die Frage, wen lasse ich nochmal, aber ich denke mal, Ruhm wird am besten sein, wa? Er schneller wird sicher kritten. Oh, nicht schlecht, du hast Kenntnis eingeholt. Gut gemacht, aber ich weiß nicht, ich bin stark für eine Eiche. Die Eiche wurde gefällt. Du hast Kenntnis gefangen, du hast Kenntnis besiegt. Wer bist du? Ja, wie gesagt, man kann sie halt auch fangen. Da weiß also, ich sehe es jeweils in Hand, was für ein Charakter es ist und den halt fangen kann. Ne? Da habe ich mal die Übersicht gesehen, welche Einheit man halt fangen könnte. Und sie ist eine davon, die man halt fangen kann. Angeblich. Du, so schnell kann es gehen, wa? Wenn es halt rabiater macht. Ich hatte Zweifel, ob wir den gerade wiederbekommen. Kannst du auch weglaufen mit so einer Schrecken? Ich hatte Todesangst. Das ist alles nur wegen dieser Kräuter. Hätte mehr davon sammeln können. Das ist ein Risiko, nicht wert, dir zu verlieren. Also mach das nie wieder. Aber ich wollte Freude machen, Papi. Du verstehst das nicht. Diese Kräuter wachsen hier nur einmal im Jahr. Du kannst nicht wahr werden, dieser Kräuter. Sie kann Wünsche erfüllen. Hä? Ich wusste es nützlich, aber nicht, dass sie Wünsche erfüllen. Nun, Tatsache ist, die Kräuter können einen bestimmten Wunsch wahr machen. Jetzt schmull ich wieder. Jetzt wieder nicht. Mein Wunsch ist, dir meine Nützlichkeit zu beweisen, damit ich herbleiben kann. Midori, wir hätten noch warten können, müssen ein bisschen nachwachsen. Das war sehr gefährlich. Begreifst du nicht? Ein Jahr hier wäre ewig im Geheimen Reich. Und ich kann nicht so lange warten, um meine Nützlichkeit zu beweisen. Ich hasse es, nicht da bleiben zu müssen. Treffen, was du durchmachst. Und so oft sehen wie möglich. Schneller vergeht, wie man so das erwarten musstest. Hier. Nimm eine Hand, Midori. Und gemeinsam durchs Leben. Kein geheimes Reich mehr für dich. Meinst du ernst, Fatih? Danke, Fatih! Mein größter Wunsch oder wahr? Wir haben uns noch viel zu erzählen. Ich will alles über dein Leben im Geheimen Reich wissen. Ach, wie schön, Freunde. Nebenquest 6 abgehandelt auf zweierlei Art und Weise. Schnell und zweckdienlich. So, ja, ich würde sagen, reisen wir wieder im nächsten Part. Wir haben keine Gespräche, interessant. Mach hier, hier wäre es natürlich. Die waren mit Selena, okay. Taco mit Elise, sehr schön. Haben wir noch ein bisschen was, Midori logischerweise. Was ich das letzte Mal vergessen habe, Freunde, gibt es ganz kurz natürlich Shigure noch entwickeln. Mit dem Erbschaftssiegel. Falkenritter. Kinji-Ritter, ich würde sagen, ich mache, glaube ich, ihn eher zum Kinji-Ritter. Also, der Falkenritter eigentlich auch schneller wäre und so, aber wir haben es halt bereits, versteht ihr? Deswegen lieber Kinji-Ritter. Klar haben wir auch schon, aber ich sag's mal so, hä? Wir haben ja aktuell unsere aktiven Einheiten im Team und die Kinder könnten quasi Team 2 sein, hä? Ich sag's mal so. Und deswegen halt gerne dort andere Klassen als im Team 1. Ja, Mann. Bogen verwenden. Da war mit den Fähigkeiten bei Midori ein bisschen mehr los, wa? Seltsam. Egal, wie bereits erwähnt, den Rest machen wir später. Im nächsten Part dann ist eine gute Frage, ob das nächste Nebenquest. Nebenkapitel, genau. Erste Nebenquest, sprich 16 und 17. Wegen Lius Sohn und Benis Sohn Ignatius. Forest und Ignatius, okay. Sakura gar keine Kinder. Also, wie gesagt, weiß ja auch, dass hier vor allem die Männer quasi Kinder kriegen und nicht die Frauen. Klingt jetzt doof, aber ist so. Was halt nach den Männern geht, aber dass die Königskinder, auch die weiblichen, keine eigenen haben, das wundert mich dann schon ein bisschen. Naja. Ich muss sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier bei Final Fantasy Fates Offenbarung und ja, ich muss mal gucken wegen Nebenquests und DLCs und so weiter, weil ich will natürlich nicht zu viel machen und so halt die Hauptstory auf die lange Warteschleife legen. Andererseits alles am Schluss zu machen wäre auch doof, weil ich muss da echt ein kluges Verhältnis irgendwie hinkriegen. Von wegen Hauptstory, zwei Sidequests, Hauptstory, zwei Sidequests, irgendwie sowas in der Art. Mal schauen. Bis dahin, tschüss!